Ja, es ist ein großer Traum irgendwie alles noch nicht so wirklich real. Man muss sich da erstmal kneifen lassen, um das alles zu realisieren und sacken lassen. Ich habe eigentlich vor dem Spiel gedacht, dass es in eine Verlängerung geht. Und ich habe das schon sogar auf meine Taktiktafel geschrieben. Habe dieses Gefühl gehabt. Ich hatte tierisch Angst, 5 Minuten vor Schluss, aber ich habe von der Bank dann alles gegeben, dass das Team gewinnt und wir haben immer an uns geglaubt. Der hat die Lücke gesehen, hat sich ein Herz genommen und hat das Ding reingehauen. Der Torhüter war auch nur im Eck und er ist rein und ja, einfach nur geil gemacht. Wir erleben gerade einen unglaublichen Traum für den deutschen Handball und sind natürlich unglaublich stolz, dass wir es auch geschafft haben, heute mit einer nicht ganz so guten Leistung, aber mit einer Leistung mit viel Leidenschaft ins Finale eingezogen zu sein. Es ist ein grenzenloses Gefühl der Glückseligkeit, ja. Wir haben es tatsächlich geschafft und sind im Finale. Das ist einfach unglaublich. Das war jetzt gerade das größte Spiel in meiner Karriere für mich. Und ich hoffe, dass jetzt am Sonntag wieder noch ein größeres kommen. Und da werden wir wieder alles in die Waagschale werfen, um vielleicht auch noch Europameister zu werden. Ja, brutal. Die Jungs machen so viel Spaß. Und jetzt spielt man ein Finale in 2 Tagen. Es ist eigentlich nicht zu glauben. Und ja, jetzt stehst du im Finale und jetzt wirst du es auch gewinnen. Wir haben gesehen, dass wir super Mannschaft haben und wer nicht an diese Jungs glaubt, der ist im falschen Job, glaube ich.